Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Heute bin ich zusammen mit der Daniela hier und das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn wir wollen eine Frage beantworten, die wir von einem Zuschauer, nämlich dem Daniel, bekommen haben. Ich lese sie euch mal ganz kurz vor, was er geschrieben hat. Hi Markus, ich bin leider lange untergetaucht hinsichtlich der Fotografie. Der Grund war, dass es für mich schwierig war mit den Modellen. Jetzt ziehe ich nach Köln. Neue Stadt, neues Glück. So eigentlich mein Gedanke. Natürlich möchte ich aber auch neue Kontakte in Köln knüpfen, die sogar im besten Fall in einer Freundschaft enden. Sind Freundschaften durch die Fotografie bei dir entstanden? Und wenn ja, wie ist das passiert? Ganz kurzer Abriss, worum es dann in diesem Video gehen soll. Wir wollen euch einmal unsere Story erzählen, denn ihr ahnt es schon, dass Daniela hier sitzt, hat einfach damit zu tun, dass uns eine Freundschaft verbindet, die mit Fotografie zu tun hat. Wir wollen euch Tipps geben, wie ihr Anschluss an eine Community in eurer Stadt findet. Und wir wollen mit euch darüber sprechen, wie man an Modelle in der People-Fotografie kommt. Das allerdings wirklich nur ganz, ganz kurz, denn dazu gibt es schon ein Video von mir, das wir euch am Ende auch einfach mal verlinken werden. Zu guter Letzt wollen wir noch den Elefanten im Raum ansprechen. Und das ist halt eben die Frage, wie sieht das eigentlich aus mit Dating? Also zum Beispiel zwischen Fotografen und zwischen Fotograf und Model. Kann man das machen und unter welchen Umständen geht das? Das ist nicht möglich. Ja. Wir fangen einfach mal damit an, unsere Story zu erzählen. Die hat tatsächlich eine ganze Menge mit Fotografie zu tun und am Anfang hat die auch gar nichts mit Daniela zu tun, sondern mit einer gemeinsamen Freundin von uns. Und das ist die Lori, genau. Und die Lori habe ich mal kennengelernt, ich glaube, es war auf der vorletzten Fotokina, also schon 4 Jahre her, also mehr als 4 Jahre her eigentlich. Und da haben wir einen Fotowalk veranstaltet danach. Da waren noch relativ viele Leute und eine der Personen, die da war, war halt die Lori. Und natürlich auch andere Leute, die ich da schon kannte. Das ist jetzt nicht meine erste Fotobekanntschaft, die Lori. Da gibt es auch ganz viele, aber ich erzähle die Geschichte, weil die halt uns verbindet. Und Lori ist einfach ein Mensch, der ist total kontaktfreudig. Und solche Menschen braucht es. Ich bin nicht so jemand, aber Lori ist so jemand. Und deswegen hat Lori nach diesem Fotowalk, ja, wir haben auch währenddessen gesprochen, aber nach dem Fotowalk hat die mich einfach angeschrieben und gesagt, hey, wir haben uns im Fotowalk kennengelernt und demnächst haben wir mal ein Fotoprojekt vor. Hast du nicht einfach Lust, da mitzukommen? Und eigentlich tue ich mich mit sowas schwer und ich glaube, das ist was, was viele Fotografen haben. Ich glaube, da sind super viele introvertierte Leute bei. Aber aus irgendeinem Grund bin ich damals in meinen Schatten gesprungen und bin halt dahin gegangen und habe mich dann halt mit Lori und den anderen Leuten dort getroffen und wir hatten einen echt netten Tag, sind so ein bisschen rumgezogen, haben Fotos gemacht und ja, daraus ist dann so langsam aber sicher eben eine Freundschaft auch zu Lori entstanden und über Lori habe ich eine ganze Menge andere Leute kennengelernt. Ne? Die Alexandra Schiller, ne? Die kennt ihr auch von diversen Fotos. Hi Alexandra, wenn du es anguckst, ne? Schön dich kennengelernt zu haben auf diesem Weg. Und ja, wirklich viele Leute kennengelernt auf dem Weg und irgendwann gab es mal einen Workshop, der war angesetzt und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendeines von den Modellen, die eigentlich für den Tag angesagt waren, musste dann absagen, relativ kurzfristig und auch aus gutem Grund, also kein böses Gut an der Stelle. Und ich hatte aber das Problem, dass von allen Modellen, die sonst so mitmachen, niemand Zeit hatte, an dem Tag mitzumachen. Dann habe ich mich halt an Lori gewandt, weil ich wusste, die ist halt eben so eine extrem vernetzte Person und kennt ganz viele Leute und hat gesagt, so, hör mal, ich habe das und das Problem, hast du ein Modell für mich? Dann hat sie ein bisschen rumgefragt und hat auch niemanden gehabt und hat dann aber gedacht, ich habe da so eine Kollegin, die ist eigentlich ganz hübsch anzusehen und ich könnte mir vorstellen, dass die das kann. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du das wirklich noch nie vorher gemacht. Nee. Aber Lori hat dich einfach gefragt oder beziehungsweise hat mir deinen Facebook-Kontakt gegeben und ich habe dir einfach am, ich weiß es noch, 1. April habe ich dir eine Nachricht geschickt. Und wenn ich die heute lese, finde ich das total lustig, weil die noch sehr straight business war. Ja. An der Stelle. Und ja, wir haben dann diesen Workshop zusammen gemacht und das ist auch, hat auch gut funktioniert. Da sind echt schöne Fotos draus entstanden. Ja. Und das hat, glaube ich, bei dir so ein bisschen das Interesse fürs Fotografiertwerden geweckt, oder? Ja, total. Also das war super interessant, das mal gemacht zu haben. Vorher halt irgendwie immer nur im Urlaub mal kurz vor der Kamera gestanden, um zu sagen, oh wow, ich war hier, was halt super langweilig ist. Und es war super interessant halt einfach sozusagen diese Figur zu sein, die die Fotografen in Szene setzen und dann halt auch einfach dir Anweisungen geben, wie du was machen kannst. Und dann halt einfach zu sehen, dass es super kreativ ist und einfach auch künstlerisch super viel Freiheit einfach gibt. Mhm. Genau, also, ja, im Anschluss daran, wie gesagt, wir haben auch ganz viele Shootings gemacht. Du hast auch bei mir am Buch mitgearbeitet und bist da drin, in einigen und den verrücktesten Posen und so weiter. Das hat auch super viel Spaß gemacht und danach haben wir auch noch viele weitere einfach private Shootings gemacht, aber uns auch immer mehr
ausgetauscht. Ne? Einfach dadurch, dass wir so oft irgendwas zusammen gemacht haben, kommt dann auch irgendwann mal das eine oder andere private Wort dazu. Ja, klar. Man lernt sich halt einfach besser kennen über die Zeit und wenn man dann einfach auf derselben Wellenlänge ist, dann weiß man halt auch einfach, dass man irgendwie sämtliche Themen ansprechen kann. Natürlich ist das nicht von Anfang an gegeben, aber je mehr Zeit da einfach vergeht, desto eher kommt man halt, glaube ich, auf denselben Nenner, würde ich mal sagen. Also ich glaube, das ist so wie bei allen anderen Hobbys oder Themen. Am Anfang ist es halt so eine Beziehung Fotograf-Modell. Genau. Und der private Teil ist quasi am Anfang bei null mehr oder weniger oder ganz wenig. Und wenn halt eben so eine gemeinsame Wellenlänge besteht, dann shiftet das halt immer mehr rüber. Dann sagt man irgendwann, okay, man ist jetzt eher befreundet und manchmal fotografiert man zusammen als umgekehrt. Genau. Also irgendwann schwappt das einfach so rüber. Dann gibt es irgendwann einfach ganz witzige Spieleabende mit unter anderem auch Lori. Oh ja. Das ist ein legendärer Abend. Hallo, ist das da drum? Oh, guck mal, ich. Ja, die nächste Frage, die in der Nachricht von Daniel so ein bisschen drin stand, steckte, war die Frage, wie finde ich Anschluss an eine lokale Community? Und irgendwie aus meiner Sicht gibt es da hauptsächlich die Möglichkeit, zu so lokalen Treffen zu gehen. Es gibt sowas wie Stammtische, an denen sich Fotografen, manchmal auch Modelle treffen. Es gibt sogar Partys, wo nur Modelle und Fotografen sind. Wie gut das zum Vernetzen ist, weiß ich gar nicht so richtig. Ich auch nicht, aber bisher waren die immer ganz spannend. Die waren lustig hauptsächlich, aber vernetzt richtig haben wir uns da noch nie. Nee, okay. Noch nie. Also es macht auf jeden Fall Spaß, solche Partys. Und es gibt natürlich auch sowas wie Fotowalks. Ja. Was, glaube ich, den einen oder anderen abschreckt, irgendwie an Stammtischen und Fotowalks, ist, dass es natürlich nicht immer das Thema ist, was man selber gerne machen würde. Also wenn ich bin ja eigentlich ausschließlich so People-Fotograf und habe nicht so viel Lust, irgendwie darauf die Stadt zu fotografieren. Und bei Fotowalks ist genau das ja oft das Thema. Ja, und es sind direkt ganz viele Leute. Also es ist nicht so, dass man sich dann einfach nur mit einer Person treffen würde, sondern meistens sind es, ich sage jetzt einfach mal, irgendeine Nummer zwischen 15 und 20 Leute vielleicht. Und für jemanden, der vielleicht nicht so gerne unter Leute geht, ist das natürlich wirklich ins kalte Wasser springen. Was aber wirklich gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube auch nicht, weil man muss irgendwie mal über den Schatten springen. Ich habe es ja eben gesagt, um mich da mit Lori und den anderen Leuten zu treffen. Ich musste da selber auch ein bisschen über den Schatten springen, aber es hat letztendlich am Ende ganz, ganz viele neue Kontakte erbracht. Und worauf ich gerade hinaus wollte, ist auch, selbst wenn ein Fotowalk nicht das eigene Thema behandelt, sondern völlig anderes, würde ich trotzdem mal hingehen, weil es geht nicht so sehr darum, dass man da fotografieren kann, was man fotografieren möchte, sondern es geht eigentlich darum, die Leute dort kennenzulernen. Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, wenn ich mal zum Fotowalk gehe, komme ich meistens mit irgendwie 5 Fotos nach Hause oder so. Also ich habe die Kamera zwar meistens dabei, aber im Endeffekt labere ich einfach nur mit den Leuten über alle möglichen Sachen. Und das finde ich persönlich irgendwie viel interessanter am Fotowalk. Also es ist für mich eher so ein Vernetzungsding. Ja. Die Frage, wo findet man Fotowalks, ist eigentlich ganz einfach, wie alles heute im Internet. Ja. Einfach mal zum Beispiel bei Facebook nach einer lokalen Gruppe suchen. Also wenn ihr jetzt beispielsweise in Köln wohnt, dann sucht ihr einfach mal nach Fotowalks Köln, findet da eine Gruppe, meldet euch da rein, sagt, hi, hier bin ich, wann ist denn der nächste? Und dann geht ihr da einfach mal hin. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit allen anderen Städten. Und wenn ihr irgendwo in einem Kaff wohnt, dann sucht ihr halt die nächstgrößere Stadt. Ne? Muss man denn alles vorbeten? Okay. Ganz wichtig an der Stelle ist halt aber auch einfach den Schritt vom Virtuellen, also irgendwie der reinen Facebook, Instagram und so weiter Geschichte, wo man sich ganz schnell leicht drin verlieren kann, wenn man das Gefühl hat, irgendwie mit ganz vielen Leuten zu tun zu haben. Aber es sind halt eben keine echten sozialen Kontakte. Und dann eben den Sprung ins Reale zu wagen. Ja. Was ich ganz cool finde eigentlich, aber das gilt für alle Hobbys, egal ob es Fotografieren ist oder Angeln, im Gegensatz zu anderen Situationen, also wenn man einfach auf der Straße sich zu einer Gruppe Leute stellt und man ist irgendwie so ein bisschen introvertiert, dann steht man da immer am Rand und hört den Gesprächen zu und denkt so, ja, sag ich da jetzt was zu? Und ich finde, wenn man Leute trifft, die das Hobby schon mit einem gemeinsam haben, dann ist ein Riesenvorteil, dass man direkt ein gemeinsames Thema hat. Ja, natürlich. Also zumindest die Fotografen untereinander können immer über irgendwas sprechen. Also keine Ahnung, wie viel ISO hat dein Sensor und irgendwie, keine Ahnung, wie lang ist dein Schultergurt? Wer hat den längsten oder so? Ich weiß es nicht. Das ist dann halt in der Kommunikation mit dem Modell schon schwieriger, weil es dann auf einer weniger technischen Ebene ablaufen muss. Oder manchmal jedenfalls. Es gibt auch Modelle, die echt Ahnung von Fotoapparaten und so weiter haben. Also das stimmt, da muss man aufpassen, dass man sich da nicht in Fettnäpfchen setzt oder so. Okay. Ich hasse Videos.
Wenn man es dann geschafft hat, ein paar Kontakte zu knüpfen, ist natürlich die Frage, wie findet man Modelle? Also eigentlich auch nur dann, wenn man sich für People-Fotografie interessiert, allen anderen ist das völlig egal. wie findet man Modelle denn, Jela? Also was Einfaches wäre natürlich irgendwie befreundete Fotografen zu fragen, ob die irgendwen empfehlen können und dann einfach schauen. Mit denen gibt es dann natürlich auch schon eine Referenz zu dem Model, wie verhalten die sich beim Shooting, passt das zu einem, können die Ideen gut umsetzen, die man vielleicht im Kopf hat, das ist immer ganz gut zu wissen. Über Facebook, die Modelkartei, Instagram, ganz, ganz wichtig ist es halt einfach, traut euch, die Models anzuschreiben, weil Models verbringen ihren Tag generell nicht damit, auf Instagram nach Fotografen zu suchen und die anzuschreiben von wegen, hey, möchtest du mit mir shooten? Das läuft tatsächlich eher andersrum, auch obwohl das irgendwie so ein bisschen Klischee ist. Man könnte das vielleicht auch emanzipierter sehen, aber ich tue es nicht. Und auf jeden Fall, einfach trauen, die Leute anzuschreiben, ob Mann oder Frau, ist auch total egal. Es gibt ja weibliche wie auch männliche Models. Ganz wichtig dabei ist halt einfach, dass ihr freundlich seid und so viel Infos wie möglich schon vorweg gibt, damit halt dem Model sofort klar ist, kann ich das umsetzen, fällt das in meinen Bereich oder halt eben auch nicht, damit wir sofort sagen können, natürlich, wir können uns direkt über einen Termin unterhalten oder halt eben, tut mir leid, ne, das ist eher nicht mein Gebiet, vielleicht kenne ich aber ein anderes Model, was ich halt auch weiterempfehlen würde. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, an Model-Sharings teilzunehmen oder halt eben Workshops zu nutzen und Pay-Shootings zu machen, denn das Allerwichtigste für euch ist einfach, euer Portfolio zu erweitern. Je mehr gute Bilder ihr habt, desto leichter wird es für euch, irgendwelche Modelle zu finden. Und je unausgereifter oder je unausgebauter euer Portfolio ist, desto schwieriger wird es überhaupt, ein Model dazu bewegen zu können, mit euch zu shooten. Aber das heißt ja nicht, dass ihr irgendwie schlecht seid oder so, sondern halt einfach vielleicht zu wenig bietet einfach an Auswahl der Bilder. Ja, also ist das ein Henne-Ei-Problem, ne? Wenn man mit People-Fotografie anfängt und noch keine Bilder hat, wird es halt schwer, irgendjemanden anzulocken, weil die halt nicht sehen können, was sie bekommen für die Zeit, die sie investieren. Ganz letztendlich. Genau. Ja, deswegen ist eigentlich fast immer der Anfang irgendwie über mal einen Pay-Shooting-Model-Sharing oder halt irgendwie einen Workshop, der irgendwie ansteht. Genau. was da auch noch wichtig ist, ist halt eben, angenommen, ihr fangt gerade erst mit der People-Fotografie an und ihr findet zum Beispiel irgendein Pay-Model, was das mit euch machen würde. Versucht vorher auch schon in dieser E-Mail-Kommunikation rauszufinden, ist das eine ehrliche Person, die euch auch einfach ehrliches Feedback gibt, weil ich das einfach, wenn ich jetzt mich einfach in eure Lage reinversetzen würde, fände ich das super, super cool, ein ehrliches Model zu finden, die mir halt auch einfach sagt, du, sorry, aber vielleicht wäre das da und da besser in dem Winkel oder da fällt das Licht schräg und das wird dann halt einfach irgendwelche Problemzonen oder sonst irgendwas betonen. Das kann auch sehr, sehr viel helfen. Also Models sind nicht nur da, um da wirklich nur rumzustehen und kommandiert zu werden, in welcher Position sie sich gerade befinden. Es gibt halt, natürlich ist Stil immer Ansichtssache, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die da draußen auch echt einen guten Blick haben für ein gutes Bild und da dürft ihr euch auch nicht zu schade sein und vielleicht einfach mal die Meinung vom Model reinholen. Blöd ist es dann, wenn ihr ein sehr unsicheres Model erwischt, die vielleicht generell irgendwie unzufrieden ist mit sich, weil die wird dann einfach an jedem Bild von euch rummeckern, obwohl ihr super seid. Also Vorsicht auch da. Ja, also deswegen, vielleicht ist das ein ganz guter Hinweis, gerade es gibt ja die Variante auch TFP-Models zu finden, das heißt irgendwie Modelle, die das Ganze einfach nur als Hobby machen und für die Zeit. Da gibt es auch super gute, keine Frage, aber man kann eigentlich, oder man sollte, egal ob man es jetzt Pay oder TFP macht, gucken, dass man gerade, wenn man anfängt, dass man ein Modell findet, das vielleicht doch schon das ein oder andere Shooting auf dem Kerbholz hat. Und eben dann vielleicht auch ein bisschen Erfahrung reinbringt, weil es ist zwar interessant zu sagen, okay, wir sind beide relativ am Anfang und wir wachsen zusammen, das kann auch funktionieren, wenn die Chemie passt, aber ich glaube, dass der Lerneffekt schneller ist im Umgang mit dem Modell, wenn man auf der anderen Seite jemanden hat, der ein bisschen erfahrener ist. Genau. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, zu dem Thema, wie spricht man Modell an, was soll denn so eine erste E-Mail rein, haben wir beschlossen, machen wir auch nochmal ein ganz eigenes Video, auch dazu, den Link wieder ans Ende vom Video, da gehen wir nochmal ein bisschen im Detail drauf ein und beleuchten nochmal, was du alles schon so für komische Nachrichten bekommen hast. Ich glaube, das wird sehr witzig, sich das genauer angucken. Machen wir einfach nochmal neu, oder? Ja. Ist das eigentlich Absicht, dass dein Hemd so weit auf ist? Da sieht man nichts. Okay, ich wollte dich nur fragen. Ha ha ha.
Lass uns nochmal über den Elefanten im Raum sprechen. Und das ist halt eben die Frage, wie ist das eigentlich mit Dating? Also darf ein Fotograf eine Fotografin daten? Fotografin, Fotografen, Fotograf, Fotograf, Fotografin, Fotografin. Und wie ist das mit Fotografen und Modellen? Geht das? Also generell datet einfach drauf los, sozusagen. Es ist egal, ob Mann, Frau, 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 Mann, Mann, irgendwas. Es ist egal, ob Frau, ob Fotograf und Modell oder Modell und Modell oder Fotografen, Fotograf. Generell ist es aber halt eben so, dass man am Anfang schon irgendwo eine Professionalität wahren sollte. Wenn ihr euch zum Beispiel bei einem Fotowalk oder irgendwie bei einem generellen Fototreffen, bei einer Party oder sonst irgendwo kennenlernt, also Fotografenparty, dann solltet ihr am Anfang halt nicht sagen, hey, ich finde dich süß, lass uns doch mal irgendwo essen gehen oder so. Es könnte halt einfach sein, dass ihr euch vielleicht für jemanden interessiert, der sich nicht für euch interessiert. Und dann könnte es halt sehr schnell darin enden, dass man irgendwie eine Art schlechten Ruf kriegen würde oder so. Deswegen da einfach ganz professionell bleiben, aber halt auch einfach vielleicht eben das Thema der Fotografie dafür benutzen, dass ihr halt eben auf einer Wellenlänge seid und zumindest ein Thema habt, über das ihr euch unterhalten könnt und dann einfach sagen könnt, hey, lass uns doch mal einen Kaffee trinken und vielleicht können wir zusammen eine wahnwitzige Fotoidee ausbauen oder sonst irgendwas. Und je mehr Zeit ihr miteinander verbringt, desto mehr stellt ihr natürlich fest, seid ihr auf einer Wellenlänge, habt ihr dieselben Interessen, könnt ihr gut miteinander reden. Und von da aus könnt ihr natürlich einfach das Vertrauen weiterhin ausbauen und irgendwann dann halt auch einfach sagen, welches Interesse ihr aneinander habt. Sei das irgendwie einfach nur Freundschaft plus oder halt eine Beziehung oder sonst irgendwas. Das ist ja 2018, das ist scheißegal, was ihr macht. Macht halt, was euch glücklich macht. Genau, aber halt ganz, ganz wichtig am Anfang halt erstmal Vertrauen aufbauen und ja, Professionalität wahren, damit das nicht irgendwie ein Schuss nach hinten wird. Okay, wobei ich jetzt finde, irgendwie so in den Situationen, die du genannt hast, irgendwie Party, ne, Fotografenparty oder Fotobox oder so, da finde ich das gar nicht so kompliziert, weil das ist eine, so eine andere Situation. Ich finde es halt viel komplizierter, wenn es halt eben wirklich über Shootings ist. Also wenn man quasi ein Shooting vereinbart und man verguckt sich da ins Modell oder so, da dann irgendwie diesen Sprung zu wagen und irgendwann zu sagen, so hey, ne, ich habe eigentlich irgendwie auch Interesse, mit dir mal einen Kaffee zu trinken. Mhm. Aber ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, mit dem, wie viel Prozent der Beziehungen, die man zueinander hat, also freundschaftlichen Beziehungen, wie viel Prozent davon ist tatsächlich privat und wie viel Prozent davon ist Fotografie. Ich glaube, also sobald man merkt, okay, man ist jetzt irgendwie bei 50-50 angekommen oder sogar noch in einem Verhältnis, das stärker Richtung Freundschaft geht, ja, dann kann man halt, glaube ich, auch irgendwann mal so wirklich ohne Gefahr für den Ruf oder sowas mal Versuch machen. Natürlich. Aber ich glaube, was man halt auf gar keinen Fall machen sollte, ist halt eben sowas wie Modellkartei oder entsprechende Facebook-Gruppen mit einer Dating-Plattform verwechseln. Nein, das auf gar keinen Fall. Das ist das, was definitiv nicht passieren darf. Wenn ihr einfach schon 3-4 Shootings mit demselben Modell hattet oder mit demselben Fotografen oder Fotografin und ihr einfach merkt, dass das da passt mit der Kommunikation und allem und der Sympathie, dann fragt einfach drauf los. Und da werdet ihr auch nichts Schlimmeres erfahren als vielleicht ein, oh, das finde ich aber total süß, aber leider nein. Und dann wird das auch nicht irgendeine rufschädigende Wirkung nach sich ziehen, das auf gar keinen Fall. Aber wartet halt einfach, nicht mit der Tür ins Haus fallen beim ersten Date, auch wenn ihr beim ersten Shooting, auch wenn ihr halt vielleicht denkt so, oh mein Gott, ist die oder der toll, total perfekte Person, möchte ich auf jeden Fall ansprechen. Haltet euch zurück und macht das erst nach dem dritten oder vierten Mal und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Das heißt, da passiert euch nichts Schlimmes. Ja, also es ist ja auch so ein bisschen im Prinzip wie wenn man im Job jemanden kennenlernt, also Kollegen oder so. Da fällt man ja auch nicht bei der ersten Kaffeetasse mit der Tür ins Haus und sagt sowieso, sondern man wartet schon, bis man sich ein paar Mal am Kopierer getroffen hat, bevor man irgendwie sagt, soll man nicht mal zusammen in die Mensa gehen. Nee, wie heißt das? Kantine, ne? Kantine, ja. Mensas bei den Studenten, die sind da sowieso offener. Ja. Okay, ich würde sagen, damit haben wir fast alle Themen behandelt. Was wir jetzt von euch noch gerne wissen wollen, ihr habt bestimmt auch Stories rund um das Thema Freundschaft in der Fotografie. Da würden wir euch bitten, schreibt die auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Das wird uns brennend interessieren. Hier unten verlinken wir euch jetzt noch ein Video zum Thema, ja, wie spreche ich eigentlich ein Modell an oder wie mache ich das besser nicht? Und wenn euch das interessiert, dann klickt mal auf das andere Video. Wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann optimiert das mal und
klickt auf den Abonnieren-Button, dann seht ihr demnächst noch viel mehr von uns beiden und zum Thema Fotografie. Und jetzt kommen die Bloopers. Jetzt kommen die Bloopers. Viel Spaß beim Zusehen. Bis dann. Tschüss. Ich muss auch Tschüss sagen.